Airport Basitox hier und somit herzlich willkommen zur ersten Folge von Resident Evil 2. Resident Evil 2 fragt ihr euch, hast du nicht erst vor 3 Wochen gesagt, dass das Spiel nicht funktioniert und du das nicht aufnehmen kannst? Also das Spiel funktioniert, aber du kannst es nicht aufnehmen. Ja, das habe ich. Das werden viele nicht gehört haben oder nicht wissen, weil ich das in einem Fallout-Video gesagt habe und für Fallout interessiert sich nicht so viele, ist ja verständlich. Genau, da habe ich das gesagt und für die Leute, die mich da eben gehört haben, die fragen sich jetzt, hä, warum geht's jetzt doch? Naja, ganz einfach, ich starte jetzt mal das Spiel und ich habe ja erzählt, die PlayStation hat ja dieses interne Aufnahmeprogramm und ich habe halt, wollte aufnehmen und dann stand da, ist blockiert. So. Und dann habe ich die erste Kampagne halt allein für mich durchgespielt, war eben angepisst, deswegen kam ja jetzt dienstags erstmal wieder Fallout. Letzte Woche das Finale und die Woche davor schon so eine Folge, wo wir keinen Bock mehr hatten eigentlich, weil wir da mega angepisst waren, dass ich jetzt Resident Evil nicht aufnehmen kann und wir eigentlich keine Lust mehr auf Fallout hatten, weil uns das Spiel langsam selber abfuckt. Das kommt vielleicht irgendwann in der Zukunft wieder, wenn wir nichts mehr haben. Vielleicht sind wir dann wieder gechillter, aber jetzt haben wir keinen Bock mehr drauf. So, auf jeden Fall habe ich die erste Kampagne durchgespielt. Für die sich ein bisschen mit Resident Evil 2 auskennen. Das war Leons Kampagne, die habe ich am Anfang durchgespielt, den ersten Durchgang. Und ich bin so einer, ich weiß, viele werden mich für gestört halten, viele machen das nicht, die interessieren sich überhaupt nicht für Einstellungen in den Games. Ich aber habe mir schon bei jedem Game die Einstellungen an und ich dachte mir jetzt nach der ersten Story könnte ich mir mal die Einstellung geben. Gehe also hier auf die Einstellung, stelle mir hier mein Zeug ein, kommt zur Anzeige, HDR-Modus. Habe ich aus Versehen ausgeschaltet. So, und dann kam oben links die Benachrichtigung, du kannst jetzt aufnehmen. Das Aufnahmeprogramm ist jetzt wieder an. Ich natürlich mega angepisst. Was zur Hölle ist denn HDR? Warum funktioniert das jetzt auf einmal? Ich habe jetzt die erste scheiß Kampagne schon durchgespielt. Super passt jetzt mir überhaupt nicht. Also, ich schau Google, was HDR ist. Irgendwas, ich habe es wieder vergessen. High Definition Reduction Rate, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, HDR hat damit zu tun, also wenn ich das verstanden habe, jetzt werden mich Technikexperten eh wieder auseinandernehmen, wahrscheinlich nimmt mich Simon jetzt auseinander. Auf jeden Fall geht es darum, dass irgendwie die Farben besser sind bei HDR, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann das Aufnahmeprogramm scheinbar nicht verarbeiten, so erkläre ich mir. Und deswegen haben sie einfach gesagt, das Aufnahmeprogramm ist deaktiviert, solange man HDR anhat. Ich habe es aus Versehen ausgeschaltet, dann kam die Einblendung, jetzt habe ich rausgefunden, ich kann aufnehmen. Gut, also nehme ich jetzt auf. Ja, und so kam ich jetzt zu Resident Evil 2. Und das wird jetzt auch erstmal, jetzt der Uploadplan sieht jetzt weiterhin wie folgt aus. World War Z samstags, donnerstags Random Müll, irgendwas, was wir halt gerade haben. Fortnite, Battlefront, zurzeit ist es auf Battlefront, ist aber auch öfters noch Fortnite wahrscheinlich. Und Dienstag kommt jetzt nicht mehr Fallout, weil da werden die viele Leute aufjubeln. Dienstag kommt jetzt Resident Evil 2. Vielleicht interessieren sich auch nicht so viele Leute dafür, aber das werde ich jetzt erstmal bringen. Das ist ein schönes Game, das zocke ich gerne, das ist ja der Remake von, oh jetzt nagelt mich nicht fest, 1998, glaube ich. Ich habe noch nie Resident Evil gezockt, ich weiß es nicht, aber ich habe es gesehen. Ja, und ich rede schon wieder viel zu viel, wir sollten einfach mal starten. Also wir zocken jetzt im Let's Play auf jeden Fall mal Claires Kampagne, Szenario 1. Mit der fange ich jetzt an. Und dann den zweiten Durchgang von Leon und den zweiten Durchgang von Claire. Danach habe ich keinen Plan, was noch so kommt. Es gibt ja auch so einen anderen Game-Modus, der hinzugefügt wurde. Ich mache jetzt mal ein neues Spiel. Auf geht's. Leon ist Kennedy, nein, den wollen wir nicht. Wir nehmen Claire Redfield, genau. Ein anderer Albtraum wartet auf Claire Redfield, die noch nicht weiß, wie sehr sich ihr bisher sehr gewöhnliches Leben verändern wird. Hallo? Also muss sagen, irgendjemand hier? Die Anfangsszenen und die Gameplay-Szenen sind fast gleich wie bei Leon. Also es gibt keinen großen Unterschied, aber ein bisschen ist die Story anders. Klasse. Lauf in eine Tankstelle, wo Blutflecken am Boden sind. Tolle Idee. Ach du Scheiße. Ja, klar. Warten Sie hier. Ich schau mal nach. Statt dem Typen zu helfen am Boden, der am Arsch ist? Nee. Erstmal hinten ins Lager gehen. Ja, komm. Beweg dich. Wir haben eine Pistel, oder? Haben wir? Wir haben... Hä? Nein. Das stimmt, die kann man ja noch gar nicht auswählen. Er hat wieder alles unter Kontrolle. Ja.
Und da seht ihr, was ihr von dem Spiel erwarten müsst. Und von mir dürft ihr kein allzu stabiles Aim erwarten. Der ist raus. So, da ich das schon weiß. Nebenbei, Bilder sind mal wieder typisch Tankstellentyp. Die sind mir schon beim ersten Mal aufgefallen. So, Inventar öffnen. Schlüssel, ja, schön. Ach ja, der steht ja wieder auf. Nee, das ist schlecht. Ja, wichtige Objekte verwenden, bla 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 benutzen. Das Ding ist halt, die Zombies sind übel, wie sagt man denn da? Resistent. Drei Schüsse im Kopf, dann liegt er normalerweise am Boden. Das Ding ist, die stehen dann normalerweise wieder auf, also mit dem Revolver oder der Pistole. Leon hat eine richtige Pistole, sie hat eher einen Revolver. Achso, ja. Ich hoffe, ihr hört den Sound nicht zu laut, weil hier in dem Spiel, oh Gott, wird viel mit Controller-Sound gearbeitet. Ja, natürlich. Das kannst du laut sagen. In dem Spiel wird halt viel mit Controller-Sound gearbeitet und den hört man halt durch den Controller und ich hoffe, ihr hört ihn nicht zu laut. Aha. Ja. Waren da nicht gerade eben noch 100 mehr Zombies? Wir müssen raus hier. Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Ja, tritt aber komplett durch. Was soll denn hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Was ein Zufall. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Ah, übrigens, das Schild stand schon an der Tanke. Also macht nicht so viel Sinn, dass sie jetzt daran vorbeifahren. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Junge! Leon, fahr rückwärts! Los! Jo, und da ist unser lieber Truckerfreund vom Anfang. Für mich sah der jetzt nicht so aus, als könnte der nicht mehr bremsen. Also jetzt klar, bei der nassen Straße nicht, aber schaut euch den mal an, er lebt doch noch. Er hätte doch lange schon bremsen können. Ja, jetzt nicht mehr. Jo. Genauso. Genauso. Ja. Aha. So wirklich. Ist nicht sicher. Scheiße. Mhm. Geh schon weiter. Ach nö, ich muss ja jetzt steuern. Ich wollte gerade gemütlich meine Melone essen. Die Polizeistation. Wo war nochmal die Polizeistation? Ich habe eine Karte. Scheiße, die Karte bringt mir gar nichts. Nicht anhalten. Muss in Bewegung bleiben. Ja, genau, hier ging's lang. Hier in die dunkle, vertrauenserweckende Gasse.
Nee, komm, geh weg. Polizeistation. Ja, genau. Bin fast da. Da ist die Polizeistation. Wunderschön. Fun Fact, war früher ein Museum. Ich weiß das. Der fällt gleich aus dem Bus raus. Wie? Junge, geht doch weg, Alter, ganz ehrlich. Ihr werdet mich noch öfters gegen die Zombies fluchen hören, weil ich die Zombies überhaupt nicht leiden kann. Die sind so richtig nervig. Ich weiß, dass man mit Zombies rechnen kann, aber der Rätselfaktor ist ehrlich gesagt besser. Ah ja. Ja, der Kartenbildschirm, bla bla bla, Objekte, ja. Hier draußen ist gar nichts. By the way. Irgendjemand hier? Ich würde nicht so rumschreien. Vielleicht sind hier Zombies. Okay, hier sind keine Zombies, aber... Wir werden übrigens auch nicht mehr allzu lang machen. Weil ich nicht zu... die Folge nicht zu lang machen will. Klar, weil ihr Bruder jetzt noch da ist. Mist. Drin sind sie auch. David, Marvel, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Wieso bleibt er denn jetzt stehen? Hat er keine Muni mehr oder was? So dämlich, der Typ. Aha. Ich sollte ihm helfen. Ja, vielleicht. Ganz sinnvoll. Genau, hier muss ich jetzt hin. Ich würde sagen, das machen wir noch. Wir helfen dem Jungen noch kurz. Und dann beende ich die Folge. Wenn wir dem Jungen geholfen haben. Zuerst mal, ach, das sind unsere magischen Kisten. Da können wir in jedem Ort, wo eine Kiste ist, können wir da reintun. Unsere Sachen reintun und dann wird die an dem anderen Ort auch wieder rausgeholt. Ja. Kennt man, die magischen Kisten. So, wir sollten dem Typ helfen. Ach, hier war ja Erste-Hilfe-Spray, genau. Ehrenhaft, ach genau, den, oh. Aha, ich wollte keine Kostüme. Und das wollte ich erst recht nicht. Ich wollte... Ja, ich weiß, dass ich mich heilen muss. So, der ist weg. Denn da ist ein Haken unten dran. Das heißt, so Hakenobjekte kann ich immer wegschmeißen. Und ich werde jetzt auch nicht so lost sein wie manche andere YouTuber in Games, wo ich dann... Oh ja, klar. Krabbel da runter. Wo ich dann keine Ahnung habe, wo ich lang muss, weil ich weiß halt das meiste schon. Ich muss sagen, beim ersten Durchgang ist es mir jetzt nicht schwer. Also, war schon interessant. Ein bisschen tricky. Ich hoffe, dass bei Claire ein bisschen was anders ist. Ich habe Claire halt noch nicht gespielt. Aber bisher ist alles gleich. Ich überlege gerade, ob ich die Folge beenden soll, weil wir sind hier in einem Gang, den ich euch nächste Folge... Ja, ab nächster Folge geht der Grusel richtig los. Genauso machen wir es. Bisher ging es ja einigermaßen. Ich würde sagen, ab nächster Folge geht der Grusel richtig los. Hier sehen wir schon, sehr vertrauenserweckender Gang. Safe keine Zombies in dem Gang. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich will das auch nicht zu lange ziehen jetzt hier. Und deswegen, ciao.